Und die diesmalige Leserunde beginnen wir mit Eskel. Eskel und Geralt waren in mancherlei Hinsicht wie Brüder. Sie waren gleich alt und kannten sich seit jener frühen Kindertage, als sie auf Kaer Morhen ihr Holzschwert geschwungen hatten. Sie hatten vieles gemeinsam durchgemacht. Die ersten Selektionsrunden, die mörderischen Mutationen, die Kräuterproben und die Spur jener teuflischen Hinderniskurs der Hexer. Außerdem hatten sie sich mehr als einmal wegen kindischer Schreitereien eine Strafe kassiert. Als Erwachsene gingen sie getrennte Wege, verbrachten jedoch fast jeden Winter gemeinsam auf Kaer Morhen, um das Ende der Kälte abzuwarten. Aber auf ihre Erfolge anzustoßen, ungefallenen Kollegen zu gedenken. Eskels Ruf hat zwar nicht den Donnerhall von Geralts Ruf, doch Eskel war so erfahren wie der Weiße Wolf und führte seine Aufträge sorgfältig und effizient aus. Auf seiner Jagd war er dem Tod viele Male um Haaresbreite entronnen. Eine Ironie des Schicksals dann, dass die Narbe auf seinem Gesicht nicht von einer Monsterklaue stammt, sondern von der Klinge Daedra Ademenis oder so. Seines Überraschungskindes, was? Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber okay. Die Flüsterin. Die Mumen von Velen waren nicht nur betagt, sie waren uralt. Sie hatten die Tage der ersten Menschenkönige gesehen, vielleicht sogar die Ankunft der Elfen. Die Flüsterin war unter den grässlichsten Schwestern die älteste. Jedenfalls behaupten das die Legenden, die sich die Sumpfbewohner leise erzählen. Leise, denn sonst hören die Mumen sie, und sie verlangen Tribute in Form menschlicher Ohren, die sie dann an Bäume befestigen und nutzen, um mit Hilfe urtümlicher Magie alle Ereignisse im Sumpf zu belauschen. Sie ist also die Ohren quasi im Wald aushängt. So, Geralt haben wir schon gelesen. Graham. Cool finde ich, dass es sogar über den einen Eintrag gibt, weil da war ja eigentlich nur eine kurze Nebenperson. Graham war ein einfacher Fischer aus einem noch einfacheren Dorf namens Erzdorf. Doch die Rolle, die er bei den dortigen Ereignissen spielte, war alles andere als klein. Die Reuseninsel, der Turm, der Fluch. Er spielte bei allem eine wichtige Rolle. Geralt hatte durch Annabelle von den tiefen Gefühlen erfahren, welche die beiden füreinander empfunden hatten. Doch der Rest ihrer tragischen Geschichte kam erst später ans Licht. Welche Rolle der junge Mann beim Vorfall im Turm genau spielt, blieb unklar. Sicher war nur, dass er versucht hatte, seine Liebste zu verteidigen und schließlich von der Reuseninsel geflohen war, als er dachte, sie wäre tot. Moment. Geschichten über arme Fischer, die sich in die Töchter ihrer Herren verlieben, können nicht gut ausgehen. Doch selbst Poeten mit dem Hang zum Tragischen würden das, was Graham und Annabelle widerfahren war, als besonders grausam beschreiben. Ihr Wunsch nach Glück und gegenseitiger Liebe wurde durch die Unerbitterlichkeit des Schicksals und die Habgier der Menschen zerstört, die das junge Paar zu ewigem Leid verdammten. Graham musste ohne seine Geliebte leben, und Annabelle wurde zu einer gequälten Seele, die zwischen den Lebenden und den Toten umherzog. Dem Hexer blieb nichts anderes übrig, als dem jungen Mann Annabelle sterbliche Überreste zu übergeben und zu hoffen, dass ein richtiges Begräbnis dem Geist des Mädchens Frieden bringt und ihr Fluch brechen würde. Obwohl der böse Fluch gebrochen war, nahm die Geschichte kein schönes Ende. Ein teuflischer Pestgeist war befreit worden und Graham wurde sein erstes Opfer. Ich habe wirklich die ganz, ganz schlimme Vermutung, dass das auch noch ein Nachspiel haben wird, dass wir die befreit haben. Sein erstes Opfer. Oh, Scheiße. Hasse das.
So, nächstes Mal dann Hansi. Hendrik, wer auch immer das war. Ach doch, ich weiß es wieder. Imelrit. Ich hoffe, ich spreche die Elbenname mal ordentlich aus. Also richtig, wahrscheinlich nicht, wenn ich sie nicht irgendwann mal vorgelesen bekommen habe. Entschuldige ich mich jetzt bei allen, die natürlich wissen, wie man die Namen ausspricht. So, aber wir stehen hier bei dem Nilfgaardischen Revier. Ich reime schlecht. Es, dass die Frauen hier das war jetzt auch der Specht. Das ist ganz grauenhaft. Vergesse es am besten sofort wieder. So, wir sollen... Ich höre Schreie. Also wir sollen rausfinden, was mit dem Sohn der Adligen passiert ist. Ach, das sind Jubelschreie. So, wir gehen also mal zum Quartiermeister und werden mit ihm reden. Ganz freundlich natürlich. Darf ich mal hier rein? Anschlagbrett. Moment. Natürlich, Anschlagbrett hat immer Vorrang. So. Erstmal. Patrouille vermisst. Belohnung. Ankündigung. Soldaten im Dienst seiner kaiserlichen Majestät Emreis werden vermisst. Sie waren in Dienstausübung unterwegs. Für jedwige Hilfe, sie zu finden, ist eine Belohnung ausgesetzt. Weitere Informationen hat der Quartiermeister des Zentralarmee-Lagers. Machen wir natürlich Hinweise von seinen Tätern. Meine guten, tapferen Soldaten. In den letzten Wochen haben sich mehrere von euch als dienstuntauglich gemeldet als sie zuvor. Vor allem unter den Soldaten, die im solchen Gebiet auf Patrouille geschickt wurden. Ich verschrieb allen eine neuartige Behandlung. Zweimal täglich selbst verabreichtes Absinth in irgendwas Einlauf. Bei den meisten Unpässlichen kam es schon nach einem Behandlungstag zu einer erstaunlichen Rekonvaleszenz, was den Verdacht nährt, dass die Beschwerden psychosomatischer Natur waren. Natürlich ist das höchst unwahrscheinlich, da unser Kodex härtere Strafen für Simulationen vorzieht. Für Simulanten vorsieht. Ich möchte vorsichtshalber dennoch empfehlen, dass ihr 10 Burschen mich nur mit ernsthaftem Krankheitsproblem aufsucht. Ja, aber gegen psychosomatische Sachen kann man meistens nichts tun, wenn man nicht weiß, dass es psychosomatisch ist. Mal darüber nachgedacht. Ich suche Karottenköpfchen. Mir wurde versehentlich ein Brief zugestellt, der an jemanden anderes gerichtet war. Der Umschlag ist abhanden gekommen. Der Brief beginnt mit den Worten »Mein allerliebstes Karottenköpfchen« und ist unterschrieben mit »Dein dich ewig liebendes kleines Gänschen«. Karottenköpfchen, bitte beim Feldwebel Gwenfrey melden. Ich glaube, ich würde mich lieber nicht melden, Karottenköpfchen. Wir nehmen die mal mit, die wir gelesen haben. Bekanntmachung. Soldaten. Allein in der vergangenen Woche sind im Feldlazarett 5 Fälle von Tripper und 3 Fälle von Filzläusen offenbar geworden. Ich veranlasse hiermit und ab sofort ein absolutes Umgangsverbot mit Frauen aus der Gegend. Wer erwischt wird, wie er dieses Verbot übertritt oder Symptome der genannten temerischen Krankheit zeigt, wird wieder hinreichend ausgepeitscht. Dass er bis lange nach dem Krieg keinen erotischen Anwandlungen mehr verspüren wird. Quartiermeister Eckeborg oder sowas. Ich suche meinen Helm. Nach dem letzten Drill hat jemand statt seines eigenen Helms meinen Helm mitgenommen. Ich sitze hier mit meiner Kesselhaube, die nicht nur stinkt wie frisch besudelt, sondern mir auch ums Verrecken nicht passt. In meinen Helm sind die Letter HI eingraviert. Wer ihn hat, bringt ihn gefälligst sofort zurück. Obergefreiter Jellet Idwal. Suche was Rasierzeug. Ich möchte hochwertiges Rasierzeug kaufen. Bin preislich flexibel. Feldwebel Mayfair Rotary. Sie scheinen eine Menge Probleme zu haben mit Sachen, die sie nicht haben. Hallo, Eckebrack. Hey, du hast irgendwas gesucht. Ich erinnere mich. Ich weiß schon nicht mehr was. Ist ja schrecklich. Wer bist du? Was schnüffelst du hier herum?
Ich suche Arbeit. Moment mal, zwei Schwerter, Augen wie eine Katze, du bist ein Hexer, stimmt's? Geralt von Riva. Den Namen habe ich noch nicht gehört, aber du findest hier Arbeit. Das steht fest. Er hat unseren Namen noch nicht gehört. Zeig erstmal, vielleicht hat er Quint kaufen. Ich bin quintsüchtig geworden. Nö, hat er nicht. Dankeschön. Ja, wie lange seid ihr denn schon hier? Ich meine, das Lager ist riesig. Ihr müsst schon eine Weile hier sein. Du siehst müde aus, Quartiermeister. Bist du schon lange hier stationiert? Zu lange. Aber die Zeit wird kommen, da das Banner des Kaisers erst über Novigrad, dann über Dreiberg flattert. Und dann gehen wir alle nach Hause. Ich glaube ja irgendwie nicht. Ich habe eine nilfgaardische Frau getroffen, die ihren Sohn sucht. Ich wusste, dass sie hartnäckig ist. Aber dass sie einen Hexer anheuert, hätte ich nicht gedacht. Sagen wir, ich habe mich von mütterlichen Tränen rühren lassen. Was, wenn alle Mütter Nilfgaards zu dir kämen, damit du ihre Söhne suchst? Kannst du dir das vorstellen? Ich habe nur eine getroffen und der habe ich Hilfe versprochen. Ich werde doch unsere Truppenbewegungen keinem Nordling enthüllen. Konzentriere dich und sag mir alles, was du weißt. Ja, mach ich. Rothaariger Jungspund, Kavallerie von Nazair. Er und ein paar andere aus seiner Kompanie sind kürzlich desertiert. Ich ließ sie verfolgen. In einem Sumpf nicht weit von hier haben wir sie eingeholt. Andere konnten fliehen. Was ist mit denen passiert, die ihr gekriegt habt? Die haben wir nach Kriegsrecht aufgehängt, aber ich glaube, der Rotschopf war nicht dabei. Von dir als nilfgaardischem Offizier hätte ich mehr Gewissenhaftigkeit erwartet. Wenn ich berichtet hätte, dass einige geflohen sind, hätte ich sie verfolgen müssen. Dafür habe ich weder die Zeit noch die Leute, also schrieb ich alle wären tot. Es ist ohnehin unwahrscheinlich, dass sie im Sumpf überlebt haben. Mal sehen, ob ich sie finde. Natürlich werden wir sie finden. Finde Rodeberts Leichnam mit Hilfe deiner Hexersinne, also ist er doch tot. Lustig finde ich, dass Rodebert so merkwürdig geschrieben wurde, aber sich trotzdem anhört wie Rotbart. Hui. Blitze? Ach da. Sah gerade aus, als würde die irgendwo feststecken. Ich finde es cool, wie man sich so schön Mühe hier gibt, in dem Spiel die Namen so toll zu schreiben. Hey! Sorry. Also 200 Schritte in diese Richtung. Um Rodebert zu finden. Rotbart, würden wir sagen. Vielleicht lebt er ja noch. Das wäre doch mal schön, wenn wir mal jemanden Lebenden finden. Da. Mach langsam. Ach, Blitze. Immer sind hier irgendwelche Viecher. Hi, Ghoul. Auf rumzuschreien. Einfach sterben. Ich höre doch noch jemanden nach da hinten. Hundespuren. Sie sind wohl verfolgt worden. So, das sind die... Boah, Alter, mit einfach so auf den Holzflock aufgespießt. Das muss unglaublich wehtun. Also, und vor allem ist das Grauen. Kann ich vielleicht nicht mal sprechen. Voll grausam. Das ist wie Flatter Fehler, der seine Opfer hat fehlen lassen. In den Sumpf geflohen. Hallo, ich habe auf euch gewartet. Ich habe gewusst, dass ihr kommt. Ich muss mich erst daran gewöhnen, dass wenn ich es gedrückt halte, dass so ein Feuersprudel rauskommt. Da denke ich immer nicht dran. Na komm schon. Deswegen mache ich manchmal auch Feuerstrudel. Ich nenne es einfach mal jetzt Feuerstrudel. Auch wenn ich es gar nicht machen will. Irgendein Schwert geht kaputt. Ich guck mal schnell nach. Oder Silberschwert. Haben wir das nicht? Nee, das Silberschwert haben wir nicht mehr gekauft. Stimmt. Waffenreparaturset. So. Problem gelöst. Dann können wir jetzt... Halt. Da. War noch grad irgendwo. Nicht.
Also, die sind geflohen. Rothaarig, das ist er wohl. Ich muss aber sicher gehen. Also. Rothaarig, das ist er wohl. Ich muss aber sicher gehen. Ist er doch tot? Schade. Ein Brief an seine Mutter. Den muss ich ihr geben. Aber mehr kann ich nicht tun. Na, so rothaarig sieht jetzt aber gar nicht aus. Warte. Mal sehen, kriegen wir den ordentlich ins Bild? Nein. Oder? Ja, doch. Doch, rothaarig. Okay. So, der Brief. Wir lesen ihn natürlich ganz heimlich. Das sagen wir ihr nur nicht. Nein. Quest-Item. Logischerweise. Liebe Mutter, dies ist vielleicht mein letzter Brief. Mein Herz ist schwer, während ich dies schreibe, denn ich habe große Schande über die Familie gebracht. Ich habe meine Waffenbrüder im Stich gelassen. In der Stunde der Wahrheit versagte mein Mut. Ich bitte dich um Vergebung, da ich sie nicht verdiene. Ich bitte dich nicht um Vergebung, da ich sie nicht verdiene. Ich bitte dich nur darum, dass du für mich betest. Mögest du in Gesundheit leben. H. Tja. Ich denke, sie kann ihn definitiv vergeben. Blitze, was machst du? Ich glaube, eine Mutter kann ihrem Kind immer vergeben, egal was es macht. Vielleicht dauert es manchmal nur ein Stück. Ein sehr langes Stück, aber ich denke, irgendwann kann jeder, zumindest jedes Elternteil, ich denke auch Väter, können irgendwann ihrem Kind vergeben. Okay, vielleicht gibt es Situationen. Ja, hör auf, mit mir zu reden. Vielleicht, es gibt bestimmte Situationen, da kann man das einfach nicht, aber ich denke, in den meisten Fällen dauert es ein Stück, aber bei sowas vor allem. Jetzt denke ich, sie ganz kann nicht vergeben. Schwierige Arbeit zu finden, Hexer. Mein Sohn, hast du was erfahren? Hab ich. Ich will die Wahrheit wissen, ob sie süß oder schmerzhaft ist. Ich will sie wissen. Dein Sohn ist tot. Wie ist das geschehen? Sie wollte die Wahrheit wissen. Er ist desertiert. Man hat ihn geschnappt und aufgehängt. Lüge! Er hing da nicht alleine. Die Mitteilung am Baum war eindeutig. Das glaube ich dir nicht. Mein Sohn war kein Feigling. Glaub, was du willst. Ich habe einen Brief bei ihm gefunden. Der ist an dich adressiert. Mutter, dies ist vielleicht das letzte Mal, dass ich schreibe. Ich habe in allen Briefen gelogen. Vergib, ich bin kein Held. Es macht mir keine Freude, Nordlinge zu töten. Dieser Ort ist ein Albtraum. Ich habe es ertragen, aber das geht nun nicht mehr. Vor kurzem befahl man uns, Gefangene zu ermorden. Weißt du, was es bedeutet, Wehrlose zu töten? Ich muss hier weg. Mein liebes Kind. Für immer. Du hast ihn gefunden. Hier, dein Lohn. Geralt der Rivier. Stand was ganz anderes im Brief. Wie ich gesagt habe, sie konnte ihm vergeben. So, was können wir denn jetzt noch tun? Anstatt wieder Fragezeichen abzuklappern. Freiwillige. Oh, das ist bei Ochsenfurt. Das wäre jetzt ja weit weg. Hexeraufträge. Die vermisste Patrouille in Wählen. Wo ist das? Ach, wir müssen erstmal. Okay. Mit dem Auftraggeber. Eine Level 7 Aufgabe. Ich frage mich, ob wir hätten auch quasi von hier unten aus anfangen können. Nee, geht nicht. Das ginge nicht, weil die Quest hat uns, also von Siri hat uns ja zum Baron geführt. Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Geralt. Wie kann ich helfen?
Ja, wir suchen Arbeit. Ich habe deinen Aushang gefunden. Ah ja. Ihr Hexer sollt ja hervorragende Spurenleser sein. Wenn das stimmt, könntest du mir wirklich helfen. Vor ein paar Tagen habe ich eine Einheit Kundschafter über den See in den Wald geschickt. Keiner ist zurückgekehrt. Finde meine Männer und bring sie ins Lager zurück. Ich bezahle dich gut. Natürlich nur so viel, wie in der Bekanntmachung steht. Kein Kopper mehr. Die Buchhaltung muss ihre Ordnung haben. In der Bekanntmachung stand überhaupt nicht drin, wie viel man bekommt. Wenn sie tot sind, bekommen wir hoffentlich trotzdem das Geld. Die Bauern hier betrachten euch nicht unbedingt als Befreier. Sag, was du wirklich meinst, Hexer. Kleine Einheit, abgelegenes Gebiet. Vielleicht hat man sie mit Mistgabeln bearbeitet. Ein paar Bauerntrampel in Fußlappen sollen eine Einheit kaiserlicher Kundschafter niedergemacht haben? Was kommt als nächstes? Hat sie ein Drache gefressen? Esse, bloede Jock! Hör auf, mich zu beleidigen und der Drache ist gar nicht so unwahrscheinlich. Was sollten deine Männer denn im Wald? Hatten sie einen speziellen Auftrag? Nein, sie waren auf Patrouille, wie der Kodex es verlangt. Gut. Keine näheren Infos, wir machen es trotzdem. Gut, ich kümmere mich darum. Fang auf der anderen Seite des Sees an zu suchen. Wir haben sie dorthin übersetzen sehen. Viel Glück, Hexer. Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Georg. Wir werden, da ich dann erstmal eine Aufnahmepause machen würde, spielen wir nochmal Gewinnt. Und wir wetten, kommen wir gehen mal ins Volle um 10. Ich habe schon lange nicht gegen einen Untertan seiner kaiserlichen Majestät gespielt. Wie wäre es mit einer Partie Gewinnt? Wir werden zwar verlieren, aber egal. So, wir lassen das Deck so, das ist noch gut. Es war klar, dass der mit dem Deck spielt. So, was haben wir denn? Wir haben einen Blaustreifentyp. Wir haben ihn wieder. Wieso haben wir andauernd für Stannis? Wir haben den irgendwie andauernd in jeder Runde. Und Philippa. Okay, wir lassen das so. Ja. Gut. Wir beginnen. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Mist. Wir beginnen andauernd. Ich hasse das. Eigentlich hätten wir ihn austauschen können. Mist. Ich werde unachtsam. Irgendwie konnte ich mir zu dem Blatt auch gar keine richtige Strategie ausdenken. Das Blatt ist scheiße. Ich hätte doch noch ein paar Karten auswechseln sollen. Scheiß Triebock, das hier ist für welche? Für die Belagerungswaffen, das ist gut. Ja, doch, mache ich mal. Dann bekommen wir noch zwei Karten zusätzlich. Vielleicht helfen die uns irgendwie. Super, noch ein Spion. Der kann das machen? Ich bin erstaunt. So, ich lege den da gleich nochmal. Ach, guck mal, jetzt haben wir doch zwei so Blaubandtypen. So, wir legen das. Oh. Triss. So, Wes. Wenn er eine Karte für vorne ausspielt, also... Ne, macht er nicht, scheiße. Ich wollte gerade sagen, wenn er die klirrende Kälte macht, da hätten wir echt Pech, weil wir nur vorne alle haben. Jetzt haben wir auch... Ja, egal. Ist eh schon vorbei. Hat er ja nicht gemacht. Dankeschön, war eh unsere Karte. So, du, dich mal noch nach vorne. Schade, dass wir diesmal keinen Trötentyp haben. Dankeschön.
Der ist gut. Aber wir haben verdammte 10 Gold gelegt. Pass auf, ich hole dich zurück. Kann ich das nicht machen mit Heldenkarten? Kann ich dich zurückholen? Gut, dann hole ich dich zurück. Rittersporn. Aha, den gibt's auch. Na toll. Pass auf, wir passen jetzt. Können wir eh nicht mehr gewinnen. Deswegen habe ich Stannis aber zurückgeholt. So, und jetzt... natürlich, er bekommt eine Karte dazu. Jetzt können wir aber... er ist am Zug. Na, Glückwunsch. Und jetzt schenken wir dir noch eine Karte. Dann warte ich mal noch mit Stannis. Dichter Nebel. Für die Bogenschützen. So. Bei der 8, warum? Nein, scheiße, ich hasse verbrennen. Und dann legen wir jetzt den Tribok. Verdammt, ich hasse das. Er passt. Scheiße. Nein. Erstmal noch dich. Ach, jetzt müssen wir den noch legen. Jetzt hoffe ich, dass wir noch ein paar ordentliche Karten bekommen. Nein. Scheiße. Gut, dann. Ist nicht geschafft. Mano. Nee, kann ich vergessen. Na gut, haben halt 10 Gold verloren, was soll's. Wollen wir gleich nochmal versuchen? 2 Runden Quinn zum Abschluss. Sei gegrüßt, Quartier. Welche? Ja, bla bla. Lass uns nochmal spielen. Ich habe schon lange nicht gegen ein... So, lassen wir... ja, lassen wir es so wie immer. Ich beginne natürlich. Immer beginnen wir. So, Finte lasse ich wieder da. Den lasse ich da. Sultan. 2 Tribocke. Oh, voll die geile Belagerungswaffen. Aber diesmal nicht so ein Belagerungswaffen-Verbesserungsmenschen. Macht nichts, den Tröten-Typ. Okay, ich würde erstmal sagen... das behalten wir so. Jetzt bin ich da noch ganz zuversichtlich. In ein paar Runden wird das nicht mehr so sein. So, standardmäßig mit West. Ich fange gerne mit der an. Ich weiß nicht warum. Ein Katapult. Hey, wir bräuchten das Katapult. Siegfried. Der immer nur den Sieg sieht. Ja, passt schon. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll, aber okay. Wenn die schon so früh passen, dann habe ich immer die Sorge, dass die in der nächsten Runde so ein super Blatt haben, dass uns das zum Verhängnis wird. Aber gut, ich habe nichts dagegen. So, fangen wir an. Philippa. Ich hoffe, der hat nicht wieder so ein dämliches Verbrennen-Ding. Ich glaube, ich habe Philippa niemals gemocht. War nicht Philippa auch die? Es kann sein, dass ich das jetzt vertausche, weil ich ja mit Namen immer so meine Probleme habe. Aber war Philippa Eilhard nicht die, die man dann zum Schluss in diesem Teleportationsding hat sterben lassen können? War das Philippa? Oder vertausche ich da jetzt gerade welche?
was durchaus gut sein kann. So, ich lege hier munter die Belagerungswaffen. Jetzt tröte ich gleich noch. Hey, Rittersporn. So, jetzt tröte ich in der hintersten Reihe und hoffe, dass er keine Verbrennenkarte hat. Eigentlich würde ich jetzt passen. Die klirrende Kälte ist für die vorne, gell? Ja, Nahkampf. Okay, dann lege ich den noch. Macht zwar nur beim Rittersporn 1 aus, ist aber egal. Ja gut, ist jetzt auch nicht so besonders, was er da getan hat. Wir passen, wir können nichts mehr... Also, den Finden-Ding, den will ich nur so hinlegen. Wenn er jetzt verbrennt hat, sind wir am Arsch. Dann verbrennt er den 16er. Nö. Schön. Zum Abschluss noch einmal Gewinn gewonnen. Das gefällt mir sehr gut. Und was haben wir bekommen? 10 Kronen. Unser Geld von vorhin quasi wieder. Die Bauerin bei dem Mumen. Bräuerin. Sehr schön. So. Dann. Essayon. Ja, Essayon drin. Was auch immer das heißt. Ich würde es wirklich gern verstehen. Aber wenn ich mir jetzt sage, ich lerne das ein bisschen, das mache ich eh nicht. Ich bin also inkonsequent in solchen Sachen. Alter, so Plätze. Das Einzige, in dem ich konsequent bin, ist, dass ich inkonsequent bin. So. Ach, stellen wir uns hier noch an die Blümchen, machen wir da diesmal Schluss. Im Nilfgaarder Lager. So. Ja, das ist eine gute Position. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es war interessant und spannend und lustig. Und hoffe, dass mein Vorgelesen nicht allzu sehr nervt. Aber ich lese wirklich gerne vor, auch wenn ich sehr schlecht bin ich nicht. Ich kenne Leute, die lesen schlechter vor. Aber wenn ich nicht unbedingt der beste Vorleser bin, mache ich eigentlich doch recht gerne. Ja. Vielen Dank und ich hoffe, ich schaue das nächste Mal in einer neuen Folge, in der nächsten Aufnahme auch wieder zu, wenn wir herausfinden, wo die vermisste Patrouille abgeblieben ist. Und wenn wir weiter tolle Fragezeichen erkunden, wenn wir wieder vor Hübern wegrennen dürfen. Ja, einfach wenn wir die ganzen tollen Sachen machen, die man halt so in der Welt von Witcher macht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.